ersten beiden Teile waren einfach noch lustiger, da hatte man noch viel mehr zu lachen. Beim letzten Teil ist es jetzt einfach ein bisschen dramatischer und vor allem, ja, man muss sich mehr, ja, es ist schon ein bisschen emotionaler auch so, aber das, es tut dem Ganzen keinen Abbruch und tut den Filmen auch gut, dass es jetzt nochmal so ein starkes Ende gibt. Gwen ist für mich irgendwie schon so ein bisschen so eine Schwester geworden, weil ich sie halt schon so lange spiele. Aber trotzdem sind wir jetzt nicht gleich. Also ich meine, ich kann mich mit ihr identifizieren im Sinne von, sie sieht auch immer die Witzigkeit einer Situation an, wenn halt irgendwie was Blödes passiert oder so. Andererseits kann sie aber auch genauso emotional sein wie ich manchmal und ein bisschen aufbrausend vielleicht. Auch. Aber ja, ich finde, es ist ein toller Charakter auf jeden Fall. Am witzigsten fand ich ehrlich gesagt dann in diesem Teil, in dem man dann eben, in dem Gwen mit Lucy und Paul in Schottland interagiert. Also wenn die einmal sind sie alt, dann sind sie jung, dann trainieren die da, dann finden die verschiedene Dinge raus und so. Das war schon, also das ist toll gewesen irgendwie mit denen zusammen. Es ist schon wirklich so, dass man zusammenwächst, dass man eine Art Familie wird. Und von daher ist es schon traurig, dass es jetzt nicht mehr jedes Jahr oder jedes zweite Jahr einen neuen Film geben wird, einen neuen Dreh. Aber es ist ja auch nicht so, dass wir jetzt alle aus der Welt sind. Also man sieht sich vielleicht bei anderen Projekten, man sieht sich, wenn man sich mal treffen will. So Janis und ich werden auf jeden Fall, wir sind gute Freunde geworden, uns öfter noch sehen. Aber klar, also so in der Clique, wie wir die da hatten, da wird es das erstmal nicht mehr geben. Das ist schon schade.